Heute haben wir den 8. September 2020, heute ist Schulbeginn. Heute müssen die Kinder mit Masken in die Schule gehen. So einen Irrsinn hat es noch nie gegeben in Bayern. In Landshut habe ich gelesen, müssen sogar die ABC-Schützen im Unterricht der Masken tragen. Begründung sind, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es sind 56 neue Corona-Fälle entdeckt worden, was nichts anderes so ist. Die sind positiv getestet worden, sind wahrscheinlich überhaupt nicht krank. Und dieser Test sagt überhaupt nichts aus. Sagt nicht einmal aus, dass man dieses Virus hat, weil nur genetische Bruchstücken gefunden werden können. Sagt nicht einmal aus, ob man einen Antikörper hat. Es sagt überhaupt nichts aus. Es ist einfach nur eine Luftnummer. 56, glaube ich. Wenn es 50 gewesen wären, hätten die Grundschüler im Unterricht keine Masken tragen müssen. Also ich kann mir vorstellen, spätere Generationen, so wie es die nicht gibt, die werden sagen, das waren Wahnsinnige damals. Ja, hat dann da keiner dagegen geredet? Es ist leider so, dass wenn es dagegen ist, dann wirst du gesellschaftlich isoliert. Ich reg mich jetzt seit über einem halben Jahr auf und mag gar nicht mehr über diesen Virus reden, weil man ja eh nicht weiß, ob es ihn gibt. Und die Zahlen, die sprechen eine klare Sprache. Es gibt nur noch Infizierte ohne Symptome. Es gibt fast keine Kranken mehr, die positiv getestet worden sind, die im Krankenhaus liegen, von denen man eh nicht weiß, ob die überhaupt an Corona erkrankt sind. Und die Todeszahlen sind heuer niedriger als in anderen Jahren. 2017, 2018, wo es 25.000 Grippetote gegeben hat, da hat kein Mensch drüber geredet. Jetzt soll es 9.000 geben, wobei wahrscheinlich nur ein Bruchteil davon wirklich auf diese Corona-Grippe zurückgeht. Jetzt scheißen das sie alle an. Aber jeder mit einem Funken Hirn weiß, es geht überhaupt nicht um ein Virus. Die nutzen einfach das Virus, um die Leute voneinander zum Trennen, um die Leute einzuschüchtern und haben eine völlig andere Agenda, die schon seit Jahren vorbereitet worden ist, die der Politik auch bekannt ist. Wir können es nicht zurück. Wenn man sich vorstellt, an die 90 Milliarden Dollar sind an Länder gegeben worden von dem IWF und von der WHO, damit die diese Corona-Maßnahmen mitmachen, diesen Lockdown, diese Maskenpflicht und so weiter. Es heißt also, sie wollen global irgendwas verändern. Und dazu brauchen sie eingeschüchterte, isolierte Leute, denn da kann man jede Sauerei durchführen. Das Finanzsystem, das ja schon längst auf dem Zahnfleisch daherkommt und ja nur noch ein aufgeblasener Luftballon ist, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit zusammenbrechen. Aber es wird sich kaum jemand dagegen bärsten, weil jeder mit sich selber beschäftigt ist. Diese Masken hat uns nur den Rest gegeben. Sie zeugt uns einander als Untertanen und symbolisch auch, wir haben einmal das Maul zum Halten, wenn man das Maul zuhört.